Wie wahrscheinlich die meisten von euch höre ich beim Autofahren sehr gerne Radio. Wie jeden Morgen auf dem Weg durch Künsebeck zur Arbeit ließ ich mich von den seichten Klängen meines Lieblingssenders WDR 4 umnebeln. Während ich auf der hektischen Suche nach meiner Kaffeetasse war, erklangen die Bouzoukis und Cindy und Bert trällerten ihr immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Zugegeben, weder musikalisch noch inhaltlich höchst anspruchsvoll, drehte ich doch intuitiv das Radio lauter, um mitsingen zu können. Einige Kilometer später und schon bei Salvatore Adamo angekommen, ging mir jedoch dieses Lied nicht mehr aus dem Sinn. Wieso kommt die Erinnerung immer wieder sonntags? Für Cindy und Bert war das ziemlich klar, die Bouzoukis waren schuld. Aber warum schwelge auch ich immer an einem Sonntag in Erinnerungen? Liegt es daran, dass dieser Tag im Allgemeinen etwas ruhiger ist? Natürlich schaut man fern, hört Musik, besucht eine Veranstaltung. Einige von uns müssen auch arbeiten. Seit jeher hat der Sonntag jedoch etwas Besonderes. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die er geschaffen hatte. Gott möchte, dass wir uns besinnen. Er hat den Sonntag geschaffen, um über unser Leben und Handeln nachzudenken. Wir sollten diese Chance ergreifen und uns nicht von der Hektik und dem Stress der anderen Tage mitnehmen lassen. Genießt auch ihr Sonntage, tankt Kraft und Mut für die anstehende Woche und vor allem macht es mal ruhig wie Cindy und Bert, schwelgt in den schönen Erinnerungen der vergangenen Tage, um sich auf neue, große und kleine Taten vorbereiten zu können. Auch oder gerade weil für einige von uns seit über 6 Wochen fast jeder Tag ein kleiner Sonntag ist oder sein könnte, wünsche ich euch noch viele schöne besinnliche Tage und vor allem viele schöne Sonntage.